Die Boston Celtics führen die Eastern Conference komfortabel an. Ihre Bilanz von 15 Siegen und 5 Niederlagen ist die zweitbeste in der gesamten NBA und sie haben das mit Abstand beste Netrating der gesamten Liga. Ihre Defense ist die statistisch zweitbeste, ihre Offense die 8-beste, sind eines von gerade mal zwei Teams mit sowohl einer Top 8 Defense als auch Offense. Anders formuliert, das Team aus Massachusetts ist ein fantastischer Saisonstart gelungen und sie sehen wie einer der Top-Favoriten auf den diesjährigen NBA-Titel aus, eventuell sogar der Top-Favorit. Das Gras ist in meinen Augen allerdings nicht ganz so grün, wie es auf den ersten Blick vielleicht auszusehen mag und genau darüber möchte ich heute mal sprechen. Das Ausscheiden gegen die Indiana Pacers vor wenigen Tagen im Viertelfinale des In-Season-Tournaments war sicherlich nur eines von vielen Spielen und dennoch hat es mir persönlich wieder gezeigt, warum ich nach wie vor so skeptisch bin, was die Titelchancen dieses Boston-Teams angeht. Und je mehr ich von ihnen sehe, je tiefer ich in die Zahlen reingehe, desto skeptischer werde ich und desto unwichtiger erscheint mir der eigentlich doch so tolle Saisonstart dieser Truppe. Aber was genau meine ich damit, warum ist diese Skepsis da? Bevor es aber damit losgeht, noch der ganz kurze Hinweis, bis morgen könnt ihr noch 20% auf ausgewählte Produkte des Kicks Gift Guide sparen. Wer also noch für jemanden ein Weihnachtsgeschenk sucht und sich selber beschenken möchte, schaut doch mal vorbei und gönnt euch ein NBA-Trikot, Schuhe, Basketball-Stuff oder ganz normale Klamotten. Meinen Link findet ihr in der Videobeschreibung und dem angepinnten Kommentar. Gehen wir doch mal rein in jenes vierte Viertel gegen Indiana von vor wenigen Tagen. Hier sehen wir eine Isolation von Jason Tatum, der Miles Turner im 1 gegen 1 attackiert und es dann am Korb selber macht, nicht abspielt zum Kollegen im Dunkerspot oder in die Weakside-Corner rauskickt, er macht es selber und wird geblockt. Nicht einmal eine Minute später airballt er einen Midrange-Pull-Up-Jumper gegen zwei Defender, niemand ist wirklich frei und er macht es daraufhin selber. Ein paar Minuten später hat er gegen Halliburton ein sauberes 1 gegen 1 und allen Platz der Welt, er entscheidet sich für den schwierigen Midranger. Wieder ein paar Minuten später ist es Jaylen Brown, welcher in den Stepback-Dreier geht und diesen verwirft, wieder kein besonders guter oder effizienter Look. Dann ist es ein Tatum-ISO-Pull-Up-Dreier gegen Halliburton in der Crunch-Time, welcher nicht seinen Weg ins Ziel findet und im nächsten Angriff soll White etwas entstehen lassen und den Korb attackieren, sein Kickout-Pass findet allerdings nie sein Ziel. Und wieder ein paar Sekunden später endet ein weiterer Angriff der Celtics in einem Hero-Ball-Shot von Jaylen Brown, so ein Wurf geht nur in den seltensten Fällen rein. Wir können sehen, dass es die Celtics in vielen verschiedenen Angriffen nicht geschafft bzw. nicht einmal versucht haben, sich einen effizienten Look zu erschaffen und dieses vierte Viertel gegen Indiana ist keine Ausnahme, das zieht sich schon durch die gesamte Saison der Celtics und wenn wir ehrlich sind, schon durch die gesamte Tatum-Brown-Ära dieser Organisation. In den letzten 10 Spielen hat man nur noch das 18-beste Offensivrating in der NBA, die Hotstreak einiger Spieler zum Saisonstart hat sich wieder so ein bisschen eingependelt, insgesamt sieht das alles gar nicht mehr so rosig aus. Man steht in diesem Zeitraum auf Platz 25 bei der Turnoverrate, 15% all ihrer Angriffe enden in einem Ballverlust, das ist wahnsinnig viel. Aktuell ist eine ganze Menge Sand im Getriebe, obwohl sie ihre Spielweise gar nicht unbedingt von jener des Saisonbeginns unterscheidet. Die Celtics sind von Grund auf eines der Teams, bei denen der Ball mit am wenigsten läuft und zu Beginn des Jahres funktioniert das wunderbar. Das Spacing des Teams ist überragend und man hat jede Menge gute On-Ball-Creator wie Tatum, Brown, Holiday oder Porzingis. Für solche Spieler werden selten Spielzüge gelaufen, stattdessen sollen sie in Isolations oder Post-Ups zur Arbeit gehen, gegen Mismatches vorzugsweise in 1 gegen 1 Situationen. Und weil sie so gut sind und Defense in Regular Season häufig nicht, klappt diese Taktik bis zu einem bestimmten Punkt. Nur drei Teams laufen mehr Isolations in der NBA in dieser Saison als Boston und dabei sind sie auch nicht so wahnsinnig effizient unterwegs. Nur vier Teams laufen mehr Post-Ups als Boston in diesem Jahr und gerade mal drei Teams spielen weniger Pässe im Schnitt. Das Team rankt auf Platz 24 in der NBA bei den Assisted Field Goals und das ist meistens nicht unbedingt ein Indikator von einer unaufhaltsamen Offensive. Ja sicherlich, Stars haben in einem Sport wie Basketball einen extrem großen Impact am offensiven Ende und es gibt elitäre ISO-Spieler in der NBA, die eine ganze Offense damit aufziehen können, wie Prime James Harden damals oder Luka Doncic heute oder selbst Leute wie Jokic oder Curry. Du kannst diesen Spielern den Ball geben und du musst keine Plays für sie laufen, du musst auch nicht ganze Help-Defenses zwangsweise mal wieder ablenken, die Offensive muss nicht kompliziert sein bei solchen Spielern. Das große Problem ist aber, Boston hat solche Spieler nicht, bei allem Respekt. Boston hat Spieler, die auch mal richtig heiß laufen können, die auch mal ganze Spiele an sich reißen können, aber es sind alle Spieler, die irgendwann mal an ihre Grenzen stoßen und das Jahr für Jahr, wenn es in den Playoffs wirklich darauf ankommt, wenn es gegen die elitären Defenses geht, gegen die besten Defender im Game, die sich taktisch perfekt und lange auf sie eingestellt haben.
Mit Bostons offiziellen Plan kannst du spielen, wenn du Luka Doncic im Team hast oder den Joker oder Prime LeBron, Prime Harden, aber nicht mit Jason Tatum, Jaylen Brown und Jrue Holiday. Starten wir doch erstmal mit Bostons 300 Millionen Dollar Problem namens Jaylen Brown, der überhaupt keine gute Saison spielt. 22 Punkte pro Abend, runter von 26, 3 Assists, lächerlich wenig bei seiner Usage und seinen Touches, ein mieses 106er Offensivrating, 64% Shooting, runter von 58. Die Celtics sind über 5 Punkte pro 100 Angriffe besser ohne ihn als mit, und das obwohl er ein Starter ist und er trifft gerade mal 34% von Deep in diesem Jahr. Seine Wurfauswahl ist immer wieder zum Haare raufen, gebt euch das mal hier, letzter Angriff im Game, Boston kann gewinnen und anstatt einen schönen Spielzug zu laufen, geht Jaylen Brown in eine ISO gegen den besten ISO-Defender des Gegners. Warum? Wie viele Angriffe einfach in so einem Pull-Up-Jumper nach mehreren sinnlosen Dribblings enden, ohne dass der Ball auch nur ein einziges Mal gepasst wurde? Warum? Warum nimmt er hier diesen Wurf? Du bist nicht Damian Lillard oder Stephen Curry. Brown ist viel zu verliebt in den eigenen Jumper, speziell dem aus dem Dribbling, und seine Confidence in die eigenen Fähigkeiten steht in keinem Verhältnis zu seinen eigentlichen Fähigkeiten. Das ist Low-IQ Basketball, schlechtes Decision-Making, und so gewinnst du in meinen Augen nicht. Seine Spielübersicht ist absurd schlecht, sein Wille abzuspielen kaum vorhanden, oft ist er so im Scoring-Tunnel, dass er die Kollegen gar nicht mal wahrnimmt. Schaut mal hier, ein 300 Millionen Dollar Mann muss den hier freien Horford einfach sehen und dann finden, stattdessen airballt er den Wurf. Jaylen Brown ist einfach ein Spieler, der in Szene gesetzt werden muss, dessen Anteil an assistierten Field Goal Attempts höher sein muss, für den Plays gelaufen werden müssen, Screens gestellt werden, dem so viele Vorteile wie möglich mitgegeben werden. Jaylen Brown ist kein Spieler, dem du einfach den Ball gibst, aus dem Weg gehst und der dich dann ins gelobte Land führt. Und ähnliches gilt in meinen Augen auch für Jason Tatum, auch wenn dieser natürlich ein deutlich besserer Spieler ist. Aber auch JT ist wieder deutlich abgekühlt, steht mittlerweile bei einem 116er Offensivrating, auf die ganze Saison gesehen nicht so krass, er ist schon länger nicht mehr in dieser MVP-Form der ersten Spiele des Jahres. Es gelten eigentlich die gleichen Probleme wie bei Brown, wenn auch natürlich sehr abgeschwächt, denn Tatum ist und spielt klar besser als sein Kollege, aber auch er ist keiner dieser klaren Top 5 Spieler, denen du einfach immer wieder den Ball gibst und dann am laufenden Band Würfe für sich selber und am Korb kreiert werden, effiziente gute Looks in einem Angriff nach dem anderen. Auch er nimmt noch viel zu viele Tough Shots. Diese Du bist dran, ich bin dran Offensive klappt jedes Jahr bis zu einem bestimmten Punkt, aber sie gewinnt dir keine Titel, außer du hast Generational Talents als deine besten Spieler, aber die haben sie nicht in Boston. Letztes Jahr funktionierte der Plan so lange, bis man auf Miami traf, im Jahr davor bis zu den Warriors, im Jahr davor bis zu den Nets, davor bis zu Miami und davor bis zu Milwaukee. Boston ist Jahr für Jahr gut und gefährlich, aber irgendwann stoßen sie mit dieser Spielweise einfach an ihre Grenzen. Natürlich sind die Spieler nicht alleine schuld, Mesula hat es bisher nicht geschafft, den neuen Jrue Holiday zu integrieren, er spielte zu häufig die auch bei uns im Podcast stark kritisierten Two-Big-Man-Lineups und er schafft es nach wie vor nicht, seine beiden Jays in die Position zu bringen, optimal zu funktionieren und das Maximum aus ihren Möglichkeiten rauszuholen. Und darum geht's doch eigentlich, das Maximum aus deinen Spielern rauszuholen. Ich frage euch aber, wer von den Celtics hat dieses Jahr das Maximum rausgeholt, wer hätte gemessen an seinen Voraussetzungen nicht oder kaum besser spielen können? Tatum, Brown, Holiday, KP, ich denke nicht. In der Regular Season reicht das, ist gar kein Thema, dafür ist in der Klasse der Stars zu hoch und ihre Defense zu elitär. Aber in den Playoffs kannst du dich irgendwann nicht mehr alleine auf individuelle Klasse und Defense verlassen, da muss schon mehr kommen und von diesem Mehr sieht man leider bisher noch nicht so wirklich etwas. Darum bleibe ich nach wie vor skeptisch, was die Titelchancen der Boston Celtics angeht. Checkt wie gesagt gerne kicks.com aus, Link findet ihr unten in der Videobeschreibung und dem angepinnten Kommentar und schreibt mir gerne eure Meinung zu Boston unten in die Kommentare. Danke fürs Anschauen, bis zum nächsten Mal und macht's gut.